Ein besonderes Osterferienprogramm hatten rund 10 Volksschulkinder aus dem Gasteinertal. Sie durften herzeigen, was sie mit Salzburg begreifen, alles lernen können. Vor allem seitdem die Lernlandkarte mit Augmented Reality erweitert wurde. Ich habe mir einen Stall angeschaut, einen großen und einen kleinen. Und das ist sehr interessant, weil es sich anfühlt, als wäre man wirklich drinnen in dem Stall. Da hat man die Gaue nicht mehr können von da unten und die hat man dann zuordnen müssen zu die, auf die Karten auf hier. Also da war am Tablet so ein Kier drauf geschaffen auf der großen Karte und da hat man halt sie nehmen bei Killing kennen oder unter bei Killing. Das war voll cool. Das Projekt, das von einem Forschungsteam der Fachhochschule, der Universität und der Pädagogischen Hochschule Salzburg umgesetzt wurde, wird im Rahmen der Wissenschafts- und Innovationsstrategie Salzburg 2025 des Landes Salzburg finanziert. Die Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken und es ist ganz besonders wichtig, dass wir bereits sehr kleine und junge Kinder schon motivieren, proaktiv mit den digitalen Geräten umzugehen und einfach auch zu lernen, wie Medienkompetenz aussieht. Also das heißt, es geht darum, die digitalen Medien anzuwenden, sie als Lerngeräte zu erkennen und auch den positiven Aspekt des Spielerischen, aber dass man auch erkennt, dass es nicht nur darum geht, zu spielen, sondern dass eben der Lerneffekt besonders groß ist. Auch bei den Lehrerinnen und Lehrern scheint die neue Bildungstechnologie gut anzukommen. Es ist eigentlich für die Kinder sehr einfach. Also sie sind eh die Genies in der Technik und sie machen das total selbstständig. Also man braucht wirklich nicht viel kennen. Man muss keine Angst haben, dass man vor dieser Technik sie irgendwie selber bloßstellt oder so. Es geht wirklich sehr einfach und die Kinder sind sehr aktiv dabei. Mehr Infos zu diesem Projekt gibt es unter www.edtechall.at.